Servus Leute, willkommen zurück zu Prince of Persia, The Sands of Time. Beim letzten Mal sind wir hier und da wieder ein bisschen durch die Gegend gesprungen, sind jetzt aber von Farah getrennt und da fliegen schon ein paar Asker herum, die jetzt unbedingt zum Mittagessen wollen, aber gibt noch nicht Mittag, die Sonne geht erst auf. Haha. Nee. Ah, ich depp. Ja, stimmt ja, Speicherpunkt. Ich wollte da jetzt gerade reinstechen mit meinem Dolch. Nee. Wie ihr wünscht. Und dann lassen wir es dabei. Oh, der letzte Part hat mir wieder gefallen. Der war schön entspannt, schön mit hier die Parcours. Die gefallen mir. Okay. Ist das eine Tür? Sieht aus wie eine Tür, aber ich komme da nicht rein. Kann ich es zerstören? Bestimmt nicht. Heißt, ich muss da irgendwie eine Rüstung. Die Kamera ist manchmal ein bisschen bockig in dem Spiel, aber gut. Das Spiel ist mittlerweile schon so alt. Von wann ist das? 2003, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Das ist, glaube ich, zu weit. Ich wollte eigentlich auf dem Schlurf hier landen. Ich glaube nicht, dass sich das ausgeht, wenn ich rüberspringe, oder? Nee. Na, da unten ist was. So, nee, geht nicht. Das sind die Sterne, die schon waren vom letzten Part. Ich würde am liebsten da entlang spazieren, aber geht das? Ja, es geht. Auch darüber springen? Ja. Oh, der Prinz, der muss ja ein richtig gutes Gleichgewichtsgefühl haben. Das ist schon irgendwie erstaunlich. Wow. Okay. Geht das? Es geht nicht. Also es kommt. So hoch war das auch nicht. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie hoch das in Wirklichkeit ist, aber gut, dann anders. Schauen wir mal. Da ist auf jeden Fall ein Loch, wo ich reingehen könnte. Komm ich darüber? Ja. Wehe. Okay, du Asker, du wolltest nicht anders. Wo bist du? Okay, er ist weg. So, wenigstens bin ich jetzt hier unten. Es war zwar anders geplant, aber ich will dann am liebsten die Asgeier da oben alle machen. Muss man jetzt einen Überblick verschaffen. Da drin ist so ein Knopf. Das ist ein Schalter. Okay, den Tisch hier sollte ich vielleicht nicht zerlegen. Aber ich kann da gar nicht hoch. Gut, dann wird er zerlegt. Tür mit dem Schalter dahinter. Da ist eine Tür, die durch den Schalter geöffnet werden kann. Da ist eine Tür, die nichts macht. Da ist auch eine Tür, auch ein Schalter dahinter. Achso, das ist die. Das heißt, ich müsste irgendwo hochlaufen. Geht das? Es geht so mehr oder weniger, aber ich glaube, ich kann mich hier irgendwo dran klammern. So ein Klammeraffe. Nee, nicht wirklich. Heißt das, ich hätte ja gar nicht runterfallen dürfen und der Ausgang hat mir jetzt alles versaut? Hier
so eine Kammer aus. Ah, Moment. Ah, so komme ich wieder nach oben. Okay, gut. Das heißt, der Aasgeier hat mir tatsächlich alles versaut. Oder wie? Hau ab! Ich kann mich hier oben aber nicht verteidigen. Ich kann nur angreifen, aber das war's auch. Nee. Jump! Das wagst nicht. Der Aasgeier macht mich ganz nervös. Die drohen immer so, Achtung, ich komme gleich, aber in Wirklichkeit kommen sie nicht. Okay. Da hinten könnte ich rüberrennen. Die Frage ist, geht sich das aus? Nee, das kann ich nicht. Zumindest nicht von der Position aus. Das heißt, ich kann nur von da hinten mich hier dran klammern. Okay, das war ein bisschen zu schräg. Ich dachte, es geht sich aus. Nee, nee, nee. Diese Aasgeier. Ich war doch vorhin auch da drauf. Moment. Das war nicht ganz so geplant. Vielleicht von hier aus. Genau, sowas. Das wagt ihr nicht. Verpisst euch. Weg! Ja, der erste. Hier oben zu kämpfen, ja, die Vögel sind mir sowas von überlegen. Genau. Nein. Haha. Ja, da ist noch einer. Ha. So, die kommen immer wieder neu. Nö. Nee, ich will nicht runterfallen, sonst muss ich den ganzen Schmafu nochmal machen. Egal, ich nehme den Schaden in Kauf. Ah! Du Mistvogel! Doofer Geier! Das haben wir gleich. Nein! Nein! Du blöder Prinz, du. Das war jetzt das letzte Mal, super. Ich habe ihn getroffen, geil. So, die Aasgeier sind alle weg, aber dafür kann ich jetzt nicht mehr.
hin und her spulen. Gut. Jetzt mach es lieber auf die ganz vorsichtige Variante. Ein Fehltritt und ist alles vorbei. Okay, da oben will ich hin. Geht sich das aus? Hallo? Dreh dich! Warum geht's nicht? Es ist doch R1, oder nicht? Da habe ich die falsche Taste gedrückt. Das geht nicht, weil das hier schräg ist. Das kann natürlich auch sein. Oder ich darf mich hier gar nicht so drehen. Ah, ja gut, das ergibt Sinn. Das war meine Dummheit, sorry. Okay, das geht nicht, weil es ein Balken ist. Das ergibt sogar irgendwie Sinn. Vor allem, ich muss jetzt aufpassen, ich habe kein Time-Stop oder wie das hier auch immer heißt mehr. Ja, das heißt, ich kann nicht mehr zurückspulen. Okay, das ist jetzt hier gewesen. Ist das hier? Ja. Dann ist auch offen. Perfekt. Weil ich traue mich jetzt nicht mehr, irgendwelche riskanten Sprünge zu machen. Sonst muss ich A, den Weg nochmal machen und B, ja, wenn ich nicht überlebe, muss ich generell alles nochmal machen. Das ist ein Scherz, oder? Skarabäen, die gehen ja. Skarabäen sind zum Glück nicht so schwer. Super. Wo ist einer? Da. Oh, das sind sogar drei. Vier. Es werden immer mehr. Sie vermehren sich. Wenn möglich, keinen Schaden nehmen. Die da. Ah, ich kann sie durchstechen. Der ist auch weg. Der auch. Jawohl. Das waren, glaube ich, alle. Mal wieder was auf Zeit. Ich habe zurückgedrückt, Alter. Wieso sollte ich mich beeilen, hier reinzukommen, wenn das Tor... Hier ist jetzt überall alles zu. Vielleicht hat das damit was zu tun, dass ich zu dem Sand da hinten hinkomme. Ich hätte ja von da hinten zum Sand hin gemusst. Jetzt muss ich das den ganzen Weg nochmal zurück. Das ist ja widerlich.
Naja, stelle ich mal nicht so an, Prinz Ali Habrabua oder wie der heißt. Ich verstehe. Das gefällt mir nicht. Okay, das heißt, ich muss hier schnell sein. Weil damit ich an den Sand da oben rankomme. Gut, zum Glück ist das Tor arschlahm. Aber der Weg ist auch ziemlich weit. Versuchen. Ist das Tor ganz oben? Ja, gut. Ich habe nur mal geguckt. Jetzt. Rennen, rennen, rennen. Von da aus. Ich hätte zuerst gucken sollen, wie der Weg geht, den ich gehen muss. Schneller, 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 bitte. Bist du so ein Akrobat? Oh. Ich glaube, das war ganz knapp. So, das war sogar so geplant. Das heißt, man musste das machen. Okay, gut, dass ich jetzt zurückspulen kann. Achso, stimmt ja, ich bin doof. Ich bin doof, genau. Ist hier noch irgendwas? Nö. Moment mal. Ich jetzt so nicht mehr rüberkommen. Das heißt, ich muss auch beim Rückweg schnell sein. Achso, nee, nee, nee. Wahrscheinlich geht das ja auch. Ja, gut. Okay, ich muss jetzt erstmal gucken. Das Intelligenteste wäre jetzt, glaube ich, mich auf den Boden abzusagen. Wenn möglich, auf eine Art und Weise, wo du es auch überlebst. Okay. Genau. Jetzt kann ich hier nämlich ganz bequem reingehen. Ja, der Prinz auch auf sich alleine gestellt. Kann er was? Ich die ganze Zeit Fahrer oder wie sie heißt. Muss ich haben. Ja. Höhle. Ich hätte jetzt gern Wasser und einen Speicherpunkt, dann wäre alles super. Dann wieder aus dem Zerstören. Oh, habt ihr hier die ganze Zeit auf mich gewartet? Ich wusste nicht, dass ihr diese Bäder meint. Ich war bei den anderen Bädern am Ende der Stadt. Ich nahm ein heißes Dampfbad. Schade, dass ihr nicht dort wart. Hör auf, Selbstgespräche zu führen. Sarkasmus. Schade, dass ihr nicht da wart. Ja, das hättest du wohl gern.
Lüsterner Prinz. Okay, lass mich mal gucken. Kommt jetzt nach unten. Das ist offensichtlich. Aha. Wie sieht das hier überhaupt aus? Ah. Schon wieder so Skarabäen. Das sieht mir zwar nicht aus wie ein Dampfbad, aber es sieht auch nicht schlecht aus. Irgendwie will ich die ganze Zeit ein Foto hiervon machen, weil man bei Kingdom Hearts 3, ich weiß jetzt gar nicht in welcher Welt, aber irgendwo muss man ein Foto machen von dem Wasserfall. Ich glaube, das war Fluch der Karibik. Ah, ich bin im Wasser drin. Ja, super. Ich muss aus dem Wasser raus, damit ich besser kämpfen kann. Kann sein, dass jetzt eine andere Kampfmusik läuft. Oder ist die Scarabeus Only Kampfmusik? Na, ich darf nicht so sehr ins Wasser rein. Au, ich habe mich piesacken lassen von dem Scarabeus. Skarabäen sind ja Fleischfresser. Und die wurden damals in alten Ägypten, ich glaube, das war die schlimmste Hinrichtungsmethode, die es gibt, die lebendige Mumifizierung. Und ihr wisst ja, von wegen Gehirn aus der Gehirn durch die Nase rausziehen und so. Also wenn das nicht schon schlimm genug wäre, aber das alles hat man ja mehr oder weniger überlebt. Dann wurde man. Das sieht nicht so einladend aus. Auch ein Speicherpunkt, ganz im Ernst. Dann wurde man so, ja, in einem Sarkophag mit Skarabäen reingelegt. Also erst in den Sarkophag und dann wurden Skarabäen reingepackt und die haben einen dann bei lebendigem Leibe aufgefressen. Das sieht man auch bei die Mumie. Okay, hier ist es schwieriger zu erkennen, wo man lang kann. Okay. Rennen oder rüberspringen? Okay, springen. Aber ich glaube, beim Rennen wäre ich zu weit gelaufen. Was zum? Ihr scheiß Viecher, haut ab! Noch bin ich nicht tot. Hoch, hoch, hoch. Nicht das Schwert zücken, oder doch, eventuell, aber. Haut ab! Ich glaube, sie sind weg. Rüberlaufen? Das geht sich doch gar nicht aus. Das überlebe ich nicht. Doch, tue ich. So, ich überziehe gerade ein bisschen die Partzeit, aber ich will noch. Was da unten ist, wo ich hin muss. Ich bin, glaube ich, eh gleich da. Haut ab! Das wagt ihr nicht nochmal. Eck! Mistviecher! Muss ich überhaupt hin? Pech für euch. Okay. Das wäre eigentlich der zweite Weg, den ich eingeschlagen hätte, aber gut. Ja, ich glaube, ich überziehe den Part jetzt. Ah, da unten ist schon ein Speicherpunkt. Das heißt, bis da unten mache ich noch. Segler habe ich hier gleich erreicht. Wenn das so ist. Yay! Ist irgendwo Wasser? Nö. Doch, da ist überall Wasser, aber es
kann ich nicht trinken, weil es zu weit weg ist. Okay, von Stalaktit zu Stalaktit springen, aber irgendjemand hat mir das Leben gerettet. Oder wird es mir retten? Gut, ich will noch gucken, wie viel Prozent ich jetzt habe. Ich glaube, ich habe jetzt mehr als 52%. Und wenn nicht, dann ist die Prozentrechnung von dem Spiel irgendwie kaputt. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier. Es freut mich, dass ich jetzt schon wieder, ich glaube, drei Parts oder so keinen wirklichen Rage hatte. Es ist jetzt angenehm. Warum bin ich hier? Ja. Wasserfall 55%. Ja. Es freut mich, dass ich jetzt die letzten paar Parts nicht wirklich Grund hatte, mich aufzuregen. Das Spiel gefällt mir jetzt wieder. Also, wie gesagt, die Kämpfe sind kacke ohne Ende, aber alles andere im Spiel ist eigentlich ganz gut. So, dann würde ich sagen, das war Prince of Persia, The Sands of Time. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.